In der kommenden Let's Dance Show werden die Partner getauscht. Die Profitänzer schweben dann mit anderen Promis übers Parkett und hätten damit die Möglichkeit, einen Favoriten rauszukicken. Let's Dance. Christian Polans äußert sich zum Partnertausch. Die 5. Live-Show von Let's Dance hatte es in sich. Wieder einmal gab es spektakuläre Performances zu sehen. Mit Philipp Boy, 35, und Patricia Ionel, 29, sowie Anna Ermakova, 23, und Valentin Lusin, 35, haben gleich zwei Paare die Höchstpunktzahl erreicht. Am Ende des Abends musste wie immer ein Tanzpaar die Koffer packen. Für Sally Özcan, 34, und Massimo Sinato, 42, hat es nicht gereicht, sie sind raus. Das Highlight der Show war aber eindeutig diese Ankündigung: Zum ersten Mal in der Geschichte der Tanzshow werden in Show 6 die Partner getauscht. Die Profitänzer erfuhren kurz vor der Show davon, die Promis dagegen erst in der Live-Show. Klar, dass da viele Tränen flossen. So konnte vor allem Sharon Battiste, 31, ihren Schock nicht verbergen. Sie wird in der kommenden Show nicht mit Christian Polans, 44, tanzen, sondern mit Valentin Lusin, 35. Ab Show 7 bekommen die Zuschauer dann wieder die gewohnten Tanzpaare zu sehen. Die neue Regel eröffnet jedoch Raum für Manipulation, schließlich könnten die Profis dafür sorgen, dass die Konkurrenz rausfliegt. Christian Polans erklärt via Instagram dazu: Für uns Profis ist das auch ein Kick. Keiner von uns tickt so, dass er mit der Konkurrenz nicht so gut tanzt. So sind wir nicht, wir sind hier ein ganz, ganz tolles Profiteam mit einem ganz tollen Promi-Cast. Jeder von uns Profis wird mit jedem alles geben. Wir wollen euch ja auch zeigen, dass wir einen guten Job machen. Dafür sind wir hier. Wir wollen das Beste aus jedem rausholen. Fans hoffen, dass keiner fliegt. Während vor allem die Profis sich über die neue Challenge freuen, kommt der Partnertausch bei den Let's Dance-Fans weniger gut an. Unter einem Instagram-Post auf der offiziellen Seite zur Sendung, in dem die neuen Tanzpaare vorgestellt werden, bringen sie ihren Unmut zum Ausdruck. Eine Frage stellen die User sich dabei besonders: Wird in Show 6 jemand rausfliegen? Einen Exit fänden viele ungerecht. So glaubt ein Fan, vermutlich fliegt der Promi und dazu sein eigentlicher Partner. Sehr unfair für den Profi. Ein anderer User vermutet: Ich glaube, dass keiner fliegen wird. Die haben dann sowieso erstmal Pause über Ostern. Ob es in Show 6 wirklich einen Exit geben wird, werden wir wohl erst in der Live-Show am 31. März erfahren. RTL mischt selbst bei den Spekulationen mit und kommentierte die rege Diskussion mit: Die nächste Show wird super spannend. Love was not for